Ja, René Runge, 28 Jahre. Ich kämpfe für das Nauru-Gym Iserlohn. Ich kämpfe jetzt am 18.05. in Saarbrücken bei Wheel of MMA. Meine Bilanz ist so im Moment 7 zu 2, 7 Siege, 2 Niederlagen und ein Unentschieden, der letzte Kampf. Ja, und jetzt bereiten wir uns hier im Kienbaum auf den nächsten Kampf vor mit dem Nick Hein. Ich hatte vorher mit dem K1 angefangen, auch, ich sag mal, 20 Kämpfe circa gemacht. Ich wollte aber immer schon MMA machen, also ich habe früher schon UFC und alles gesehen, dann Chuck Liddell, Tito Ortiz, das waren halt so Vorbilder, die man damals halt hatte. Ja, und dann hat sich das vor 3 Jahren halt, 3, 4 Jahre so ergeben, dass ich bei uns dann auch ein bisschen MMA angesiedelt hatte. Ja, und seitdem bin ich im MMA dabei. Auf jeden Fall, also einfach ist es gar nicht. Ich habe jetzt 10 Profikämpfe gemacht und also ich sag mal, es ist auf Profiniveau die Kämpfe, aber es wird nicht wirklich erwähnt. Also das ist jetzt nicht so, dass man ein Star ist, sag ich mal, schon mit 10 Kämpfen, dass man jetzt sagen kann, die Leute erkennen einen irgendwo oder so. Also MMA ist wirklich in Deutschland noch nicht so verbreitet, dass die Leute sagen, hier, das ist einer, den kennt man. Auf keinen Fall. Also es ist gar nicht so einfach, sag ich mal. Also mittlerweile kriege ich das ganz gut hin. Aber also es gibt so Zeiten, gerade in der Vorbereitung, wenn du dann dir schon vornimmst, dass du hart trainieren willst, aber es einfach wegen der Arbeit nicht funktioniert. Du bist abends platt und du weißt, ich muss jetzt nochmal 2 Stunden zum Training und du willst eigentlich gar nicht. Es ist nicht einfach, aber es geht. Wenn man Willen hat und wirklich versucht, sein Ziel zu erreichen, dann funktioniert das schon. Ich bin zurzeit im Ladenbau tätig. Super Job eigentlich, also wirklich sehr interessant. Nur fürs Kämpfen ist es ein bisschen schwierig, wirklich. Also gibt Tage, da ist man halt wirklich mal 10, 12 Stunden am Arbeiten und dann ist es auch schwierig mit dem Training. Aber wie gesagt, das funktioniert. Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, dass viele sich nicht mit diesem Sport beschäftigen. Die sehen das einmal irgendwo im Clip und denken sich so, da liegt einer am Boden, der andere prügelt drauf, so wie es halt nun mal aussieht. Aber, also ich sag mal, am Anfang war das ja für mich auch so, aber wenn man sich damit beschäftigt, also das ist halt das Problem. Es wird sofort abgestempelt. Keiner beschäftigt sich wirklich mit der Sache. Ne? Das ist das Problem. Wir sehen alle auch Boxen. Ne? Wenn einer runtergeht, ist es vorbei und da halt nicht. Ich denke, das größte Problem ist halt wirklich, dass sich keiner damit beschäftigen will. Ne? Also bei uns zum Beispiel ist das wirklich so, unsere Jungs sind alle wirklich super. Wir machen auch privat miteinander was. Also ist jetzt keiner dabei, wo du sagst, hier letzten Assis oder sonst was, keine Kriminellen oder so. Also wirklich, wir haben auch viele, die sind über 30, fast 40 und die haben einfach mal Bock auf MMA, kommen zu uns, haben 2 Kinder oder so. Die hatten am Anfang auch gedacht, nee, besser nicht. Und dann waren die 2, 3 Mal beim Training und haben gemerkt, oh, guck mal. Ne? Und dann so mit den Jungs auch mal was essen gehen und so, die hätten die gar nicht gedacht. Die dachten, du kommst, machst dein Training, bist wieder zu Hause. Wir machen das halt bei uns auch so, dass wir sagen, Wochenende, wir gehen mit den Jungs auch mal weg und so. Also es ist wirklich ein guter Zusammenhalt. Ich glaube auch besser wie bei vielen Fußballmannschaften, die sich zum Training treffen und danach nur zum Saufen gehen. Ne? Also sowas ist bei uns auch nicht. Zum Beispiel jetzt in meiner Vorbereitung, die Jungs, die unterstützen mich, die sagen, komm, lass was essen gehen zum Beispiel. Aber dann sitzen alle und essen auch nur einen Salat, so wie ich in meiner Diät. Das ist wirklich so. Also der Zusammenhalt ist in der Vorbereitung wirklich immer sehr, sehr gut. Also wir bereiten uns hier in Kienbaum auf unsere Kämpfe vor. Nick auf seinen UFC-Kampf in Stockholm. Ich bereite mich auf meinen Kampf bei Wheel of MMA am 18.05. vor in Saarbrücken. Ja, wir bereiten uns halt, wie gesagt, machen jetzt ein Trainingscamp. Erstmal nur eine Woche. Das reicht aber, denke ich, auch. Trainieren 2, 3 Mal am Tag. Ja, Nick hat noch ein bisschen mehr Zeit als ich, aber sind topfit. Das ist halt wirklich genau das Problem, was ich auch habe. Bei uns in der Nähe gibt es wirklich nichts mit Ringen, BJJ oder sonst was. Also alles, was ich bisher so kann, habe ich mir auch selber beigebracht. Es ist schwierig. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich hier im Kienbaum mit dem Nick zusammen trainieren darf. Und
auch hier den Judokas und alles, also dass ich mich so ein bisschen weiterentwickeln kann, dass ich hier was mitnehmen kann auf jeden Fall. Also ich will meinen Kampf nicht über die erste Runde gehen lassen. Einen schnellen K.O. So habe ich das vor. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann hier den Kanal abonnieren und hier unten teilen und liken.